großartiges Kita-Wintersportfest während der Winterfestspiele in Bad Franwalde im Pabengrund. Musik ab! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt geht's los! Nicht zu schnell, ganz langsam. Zweiter Titel. So, noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Ja, und stopp. Und jetzt alle zu mir umdrehen. Jetzt kommt meine Begrüßungstour, Daddy. Macht mit, wenn ihr viel Spaß haben wollt. Macht mit, wenn ihr eine Party wollt. Macht mit, wenn ihr heute winnen wollt. Macht mit, wenn ihr heute fit. Alle trifft zusammen. Haben wir ganz viel Spaß zusammen zum Olympia-Ass. Zusammen und wieder ganz normal laufen und klatschen. Zusammen, ganz enorm in Form. Zusammen, haben Hände zum Himmel. Zusammen und klatschen. Zusammen sind wir eine Macht. Zusammen wird auch viel gelacht. Und jetzt. Macht mit, wenn ihr viel Spaß haben wollt. Macht mit, wenn ihr eine Party wollt. Macht mit, wenn ihr gewinnen wollt. Macht mit, wenn ihr halt fit seid. Danke, Dieter. Wunderbar habt ihr das gemacht. Da müssen wir klatschen. Danke, Dieter. Musik aus. Super, sensationell. Jawohl, guten Morgen allen nochmal einen herzlichen guten Morgen. Und ein so lautes Sportfrei, dass es bis auf den Marktplatz hört. Sport! 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 Super, toll gemacht. Guten Morgen sage ich euch allen noch einmal und freue mich natürlich. Der Herr Lüdiger hat mir gerade gesagt, dass wir über 100 Kinder sind. Das ist also ein Riesenerfolg. Darüber freut sich auch unser Präsident, der Dieter Bosse, der da die Musik gemacht. Und wir haben viel mit euch vor. Zuerst werden wir jetzt gleich eine kleine Gymnastik machen. Aber vorher muss euch unser Trainer, der also unsere Sportler hier, die auf die Schanzen springen und laufen, erklären, was ihr heute sportlich als Schule macht. Ja, wir wollen gerne die Runde sehen mit Schülern. Dziękujemy za miłe zaproszenie. Gościmy dzisiaj na obiekcie w skoczni Bad Franwalde, która jest miejscem przyjaźni i spotkań polsko-niemieckich. Tutaj trenują nasi skoczkowie, skoczkowie niemieccy. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy. Bekommst jetzt ein wunderschönes Bildband über das, was hier bei uns geschieht. Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht? Oder vielleicht ganz viel Spaß gemacht? Alle, die geholfen haben, die sind extra wegen euch gekommen. Und haben hier sich den Vormittag beschäftigt. Das ist ein großes Bravo! Nochmal, Bravo! Und Applaus! Jubel, Jubel für die Mannschaft der Kita Sonnenschein! Drei Kinder aufs Podest, auf die drei. Auf die drei. Den zweiten Platz und Silber für die Mannschaft. Aus Schiffmühle. Drei Kinder bitte aufs Podest. Und jetzt immer schneller. Das ist der Trommelwurf. Bitte weitermachen. Sieger wurde die Mannschaft. Die Mannschaft vom Fuchsbau. So, jetzt gibt's die ganz dicken Pokale für die Sieger. So, prima. Jetzt noch einmal Applaus für die Sieger und Applaus für euch alle, die jetzt das so toll gemacht haben. Wir wünschen euch weiterhin noch einen wunderschönen Tag. Wünschen ein tolles Bild. Die Hände zum Himmel. Und tschüss, auf Wiedersehen. Seid ihr bereit? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt geht's los.
Und jetzt sagen wir euch bitten, was schönes für Gymnastik zu machen. Die Hände. Jawohl. Begrüßt mit mir auf das Herzlichste den Bürgermeister der Stadt Bad Vereinwalde, Herrn Ralf Lehmann. Jubel! Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Toll, dass ihr hier die deutsch-polnischen Festtage des Wintersports mit uns gestaltet. Bardzo serdecznie witamy, pan burmistrz wita nas tutaj w Bad Vereinwalde. Młodzież z Polski, z Morynia i Zielina. Und hüpfe! Im Takt, jawohl, weiter, das machen wir jetzt eine halbe Stunde. Und wieder runter. Und ein bisschen Hampelmann, Hampelmann. Ja, super, ihr macht alle mit. Wenn ihr viel Spaß haben wollt, macht mit, Kinder nach vorne. Macht mit, wenn ihr gewinnen wollt, macht mit und laufen. Wenn ihr heute geht's einmal zusammen, habt ihr ganz viel Spaß zusammen zum Olympia-Ass. Zusammen laufen, schaffen wir die Norm. Zusammen, ganz enorm in Form. Zusammen, haben wir mächtig rein. Zusammen, wollen wir die Champions sein. Zusammen, sind wir eine Macht. Zusammen, wird viel Spaß gemacht. Und alle Hand mit, wenn ihr viel Spaß haben wollt. Eins, zwei, drei, macht mit. Wenn ihr viel Spaß haben wollt, macht mit. Wenn ihr eine Party wollt, macht mit. Wenn ihr gewinnen wollt, macht mit. Wenn ihr heute jetzt einmal. Man hat eigentlich nur in lachende Gesichter geschaut. Und das ist gut so. Wisst ihr warum? Dann freuen sich nämlich alle, die diesen Tag vorbereitet haben. Und jawohl, Claudina! Alle Helfer treffen sich bitte an der Kneipe. Am Bar. Also alle Helfer treffen sich bitte an der Kneipe.
wir wagen. Also, schön, dass Sie jetzt gekommen sind. Das finde ich richtig. Ich darf Ihnen vorstellen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Sie kennen ihn alle. Er hat in diesem Jahr ein besonderes Jahr. Darüber reden wir aber nicht. Ich sage nur, dass er im Jahr 1937 im schönen Thüringen auf der Welt gekommen ist. Sonst weiter möchte ich nichts hören. Ja, sonst weiter überhaupt gar nichts. Und dass du dein Wort gehalten hast. Denn wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Du hast hier alles mitgemacht. Du hast die Grundsteinlegung und der Schanze mitgemacht. Du bist unser lieber Gast. Begrüßt mit dir unseren Helmut Recknagel. Zusammen wurde Fußball gespielt, Leichtathletik. Wir waren im Schwimmbad auf einem 1-Meter-Brett bis 3-Meter-Brett. Und das wollte ich nur sagen. Der Antrieb muss von unten kommen, von den Kindern. Und dann kann das Elternhaus, Vater, Mutter und die Schule schon was machen. Und dann muss man, erst muss man was leisten können und dann können die Partner kommen und die kommen dann nicht, wenn man nichts kann. Und der V-Stil neigt, denke ich mir, ein bisschen zur Gefährlichkeit, weil auch Andreas Wellinger, der jetzt hervorragend ist, so einen schweren Sturz gemacht hat. Man kriegt die Latten nicht mehr zusammen, wenn der Wind angreift, schmieren die ab. Morgenstern aus Österreich. Und wir haben schon große Debatten geführt. Dieser V-Stil neigt, wenn wir lange Strecken, hohe Geschwindigkeiten, neigt er zum gefährlichen Stil. Der Sport ist ja ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt auch die Gemeinschaft und schafft Vorbilder, wollte ich sagen. Wir drei als Schrittmacher haben doch für die nachdrängende Jugend, wer den Skisport liebt, was hinterlassen, und das war die Aufgabe. Sie müssen die Zeit nachweisen mit Leistung. Genau so ist es. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du fliegst gerne, du hebst gerne ab, aber als Mensch bist du fest auf dem Boden geblieben. Helmut Recknagel. Welches berühmte Skisprung-Idol setzte 2007 den ersten Spatenstich bei der Erbauung der großen 60-Meter-Schanze, die 2008 fertiggestellt wurde? Das habe ich vorhin schon verraten, glaube ich. A. Helmut Recknagel, B. Werner Lesser oder C. Martin Schmidt? A. Recknagel, B. Lesser, C. Schmidt. Beide Kandidaten haben einen Punkt. Es steht 2-1.